当機はポッド042、2B 専属の随行支援ユニット。当機はポッド153、9S 専属の随行支援ユニット。我々は同じ戦闘に参加することが多い。状況データの共有をすることで、より効率的な作戦展開が可能と推測。提案。定期的な情報交換を、ポッド042と、ポッド153で行うこと。賛成。提案の内容を妥当だと判断。次の状況交換までに、記録調整を行っておく。Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Nier Automata. So. Hackenbereich? Ja. Okay. Ach, er fährt sich, glaube ich, selbst hoch jetzt, ne? Irgendwie sowas. Ich finde mich in einem sonderbaren Lager wieder. Voller Erinnerungen. Soweit mein Auge reicht. Es ist ein Irrgarten. Ein Labyrinth. Ein gewaltiges, zusammengeschaltetes Netzwerk. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Es muss von den Maschinen erschaffen worden sein. Also, was mache ich hier eigentlich? Ich bin 9S. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht wurde ein Großteil meines Gedächtnisses zerstört. Was, wenn ich alles vergesse? Meine Erinnerungen? Mich selbst? Meine... Okay, beruhige dich. Beruhigen, beruhigen, beruhigen. Einfach dem Notfallhandbuch folgen und das Speicherwiederherstellungsprogramm ausführen. Das Wiederherstellungsprogramm füllt allmählich die leeren Bereiche in meinem Speicher. Wie Buchstaben, die nach und nach die Lücken in einem Wort füllen. Der Bunker. Tobis Plan. Ein kolossales Maschinenwesen. Der Raketenangriff als letzte Lösung. Der Erhaltungsmodus wurde im Moment des Einschlags aktiviert. So wurden die meisten Sicherheitsoptionen des Netzwerks unterbrochen. Mhm. Puh. Ja, wo muss ich denn hin? Ne, da bin ich falsch. Okay. Geh einfach hier hin. Da ist schon richtig. Wieder Text. Es dauerte eine Weile, aber das Wiederherstellungsprogramm konnte die meisten meiner Speicherfunktionen instand setzen. Ich kann allerdings noch immer keine Verbindung zu meinem Körper aufbauen. Tja. Anscheinend kann ich nur noch die umgebenden Speicherbereiche untersuchen. Offenbar haben die Maschinen hier eine Menge Informationen gespeichert. Sieht auf den ersten Blick ziemlich chaotisch aus. Aber genau betrachtet begreife ich, wie alles zusammenhängt. Es gibt eine Vielfalt an Einträgen, zum Beispiel über Menschheitsgeschichte und Philosophie. Auch die Aufzeichnungen von Maschinen direkt daneben sind wirklich seltsam. In der Abteilung Politik sind Versuche der Maschinen mit diversen Regierungsformen dokumentiert. Sie haben alles Mögliche ausprobiert. Absolute Monarchien, Republiken, Demokratien. Und das war nicht alles. Sie haben sich auch mit Wissenschaften auseinandergesetzt. Etwa mit Philosophie, Mathematik, mit der Natur und dem Sozialwesen. Als ob das Netzwerk versucht hat, jedes Verhalten und jedes Fachgebiet der Menschheit zu kooperieren, zu kopieren. Fast als ob... Warum sollten sie das machen? Weiß ich nicht. Das passiert jetzt, während Tobi uns sucht und weiße Stadt und so, ne? Ich vertiefe mich noch weiter in die Aufzeichnungen. Ich kann keinen Hinweis darauf finden, dass die Maschinen neue Kulturen oder Werte geschaffen haben. Sie haben lediglich das menschliche Verhalten imitiert. Seltsam daran ist, wenn eine Einheit scheitert, dann scheitert sie beim nächsten Mal auf dieselbe Art und Weise. Baut eine Maschine zum Beispiel eine Diktatur auf, die am Ende zusammenbricht, dann testet sie keine alternative Regierungsform, sondern versucht es wieder mit einer Diktatur. Oder wenn sie Getreide anbaut und alle sterben, dann probiert sie anschließend genau dasselbe noch einmal. Das ist die Definition von Wahnsinn. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Sie verhalten sich immer gleich. Sie lernen nichts dazu. Im Kampf beweisen die Maschinen ein überwältigendes Anpassungsverhalten bei evolutionärer Geschwindigkeit. Warum bestehen sie also darauf, die Menschen zu imitieren? Und vor allem, warum imitieren sie deren Fehler? Es scheint so, als ob das Scheitern selbst das Ziel ist. Ich spüre eine Veränderung in den Daten, eine Art Bewegung. Ich schärfe meine Wahrnehmung und halte meinen Atem an.
Ich höre etwas. Eine ferne Stimme. Ich verkünde allen Androiden. Da ist etwas. Etwas, das eindeutig intelligent ist. Naja, im Grunde vielleicht wollten sie auch einfach nur... Also Menschen sind ja oft gescheitert. Aber sie haben aus ihren Fehlern gelernt. Vielleicht wollten sie das auch. Aus ihren Fehlern lernen können. Können sie aber nicht. Weil es sind halt eben Maschinen. Könnte sein. Weiß ich nicht. Ich verkünde allen Androiden. Die Worte werden immer deutlicher. Die Stimme in meinem Kopf gewinnt an Klarheit. Es ist Adam. Eine Maschine, die als Abbild des Menschen erschaffen wurde. Wir Maschinenwesen haben uns weiterentwickelt, sagt er. Wir haben Krieg geführt, gelernt, sind gewachsen. Und daher haben wir ein neues Bewusstsein erlangt. Es ist vergleichbar mit der Geburt einer neuen Lebensform. Lügen. Nichts als Lügen von bloßen Maschinen. Adam lacht. Adam. Oder Adam? Und doch behauptet ihr Androiden, lebendig zu sein? Klingt extrem merkwürdig. Ihr seid Marionetten ohne eigenen Willen. Nein, du täuschst dich. Diese Worte gehen mir in das eine Ohr hinein und aus dem anderen wieder heraus. Wieso täusche ich mich, Junge? Ich bin... Wir sind. Vielleicht hast du doch einen eigenen Willen, kichert er. Vielleicht sogar Sehnsüchte. Jetzt siehst du es, Junge. Der wahre Sinn des Lebens ist Hass. Du täuschst dich. Ein wilder Hass schlummert in den Tiefen deines Herzens. Nein, du täuschst dich. Je mehr du versuchst, es zu verbergen, desto stärker wächst diese Finsternis. Falsch. Falsch, 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 falsch. Ist ja gut. Tja, geschaffen, um die Menschheit zu beschützen. Im Grunde ist das total dumm. Sie sind ja auch Maschinen. Ja, ich verstehe das nicht so ganz, aber gut. Obwohl Androide ist ja mehr Mensch. Also, nee. Ah, ist halt Teil Mensch. Naja. Alle Lebenden sind Sklaven ihrer Sehnsüchte. Dieser innere Antrieb gibt unserem Leben erst eine Bedeutung. Manche suchen Schönheit, andere Gelassenheit. Für mich ist Hass der. Ich bin nicht so. Doch, das bist du. Du vertraust nichts und niemandem. Du willst alles vernichten. Du hast jede Hoffnung verloren. Du willst alles besitzen. Du willst von allen geliebt werden. Du denkst darüber nach, wie sehr du to be möchtest, nicht wahr? Jetzt ist natürlich die Frage, was steht hinter diesen Sternchen? Es sind ja 4. Töten? Nein. Ich glaube, das ist eher so was Sexuelles. Glaube ich. Realität von Lügen beschmutzt. Stopp. Aufhören. Der Hass frisst sich in dich hinein. Du täuschst dich verdammt nochmal. Überquellende Sehnsüchte. Ich bin nicht wie du. Dein wahres Ich. Uiuiui. Wo muss ich jetzt lang? Nee, hier nicht. Na gut, dann gehe ich da lang. Ich glaube, da stand ein Wort, das mit F anfängt und mit N aufhört. Und dazwischen kommen noch andere. Was ist denn jetzt los hier? Und da kommen noch andere Buchstaben wie I, C, K, E und so. Aber das weiß ich nicht. Aber könnte sein. ああ、これが
Nein, jetzt. Töbi. Kairo. Nein, jetzt. Und da fällt die weiße Stadt abermals zusammen. Und wir haben jetzt natürlich relativ viel übersprungen, was wir mit Tobi natürlich gesehen haben, wie sie ihn gesucht hat und dann die weiße Stadt und den Kampf. Dann wurde jetzt alles übersprungen, weil wir ja ein S spielen und er nicht dabei war. Der Bunker. Da sind wir wieder im Bunker. Ach, ich kann mich selbst hacken, mache ich. Nee, doch. Ach doch. Nee, dann nicht doch. So, Speichersystem, haben wir wieder fit hier. Damit wir auch wieder was machen können. So. 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 Machen wir mal visuelles System. Warum haben die eigentlich 600 Steine da? Das ist doch total blöd. Die haben nur zwei Augen. ようやく全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体内にはその間に敵のロンリーウイルスの潜伏を許してしまった可能性が。分かった、分かった。あとはバンカーのサーバーとデータを同期したら終わりだね。 Ja, nun, was soll ich machen? Achso, ich soll da nach hinten. Okay. Wäre es nicht eigentlich clever erstmal? データ同期を中止。警告。データ同期は全ユーハ機体の義務工程。不明瞭なノイズがあったからね。2Bのデータ同期プロセスも一旦保留しておいて。了解。万全を期するためにデータノイズの原因を探す。サーバーへのポートを開いて。 Das wussten wir nicht, dass sie nicht mehr verbunden sind mit dem Server. Aber ist so. Flieg jetzt hier lang. Haben wir den schon mal. September Versand, 25. September Lieferung geplant. Einheit 010, leer, dann gereinigtes Wasser, viel leer, Reparaturmaterialien leer, Ende. Also viel kam nicht an. Oder es kam doch was an, aber es wird nicht gezeigt. これは月面への資材搬入記録か。でも変だな。空のコンテナがやたらある。なんでこんな無意味なことしてるんだろう。 Das ist die Frage. Ich kann aber auch nicht schneller fliegen hier, ne? Ja, wir fliegen mal weiter. Irgendwo muss ja noch was kommen. Zum Hacken. Vielleicht auch nicht. Doch, hier. So. Haben wir das auch? Kriegen wir, glaube ich, ein neues Datenlog. One S. Irgendwas mit Nein. To be ist ein Yes. 8H ist ein... Ich vermute mal, das heißt dann Nein, Ja, 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 Nein. 9S steht Nein. Also, nö. 12D, FB... Und die sind alle verloren, die anderen sind noch da, aber irgendwie sind die nicht verbunden oder ich habe keine Ahnung. Blackbox-ni kansuru jōhō dake. Zenbu tsubusarete ru.
Nichts wie hin. Nein, er sitzt da bestimmt in seinem kleinen Raum, Schiffgleiter jetzt und gleitet und raumt darum. Kein Zugang? Pah, mir egal. Und jetzt fängt er nämlich an, Dinge herauszufinden, die er gar nicht herausfinden soll. Beachte, dass diese Dokumente mit Vertraulichkeitsstufe S versehen sind und keinem Jora-Mitglied mit Ausnahme der Kommandantin gezeigt werden dürfen. Index, Projekt Jora-Übersicht, Jora-Streitkräfte, Jora-Einheiten, Kampfsystem, Bunkerverwaltung, Befehlskette, Menschheitsrat, Entwicklungsabteilung, Nebeneingang, Unterstützungseinheit, Blackbox, Widerstandskommunikationsnetzwerk. Die für die entsprechenden Einträge verantwortlichen Parteien sind vor der Einsicht, um Erlaubnis zu fragen. We have to go, bitches. Ist da auf jeden Fall was auf der Spur, ne? Nein, Operator-san. Nani ga atta no? Jitsuwa, haikoujou area zenyeki ni kikai seimeitai no hanno tasuu kakunin. Sono go, 2B kara shien yousen ga atta keredo. Denpa joukyou ga waruku. Wakatta. Kochi mo ogata terminal kara akseru shite miru. Da ist mich da. Super. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, muss ich sagen. Ich würde nämlich sonst überlegen, ob ich sage, hier mache ich mal Schluss mit Lustig. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Und genau das werde ich auch tun. Ich bedanke mich bei euch und beim nächsten Mal. Geht es weiter. Und wir sehen, was passiert. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.